Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal von Gate to the Games. Und es geht weiter mit unserem großen Tinbox-Opening der Herbst-Tins 2016 mit Magearna. Und wir alle wissen, was ist Magearna? Genau, Magearna ist das erste Pokémon der 7. Pokémon-Generation, die demnächst rauskommt mit Pokémon Sonne und Pokémon Mond. So sieht Tinbox aus. Falls ihr es verpasst habt, am Montag kam schon die Tinbox mit Pikachu und am Freitag kommt die Tinbox mit Vulcanion, dem Wasserstahl, wollte ich gerade sagen, dem Wasserfeuer-Pokémon. Und Magearna, das Stahl-Pokémon, ist das nächste Pokémon, was wir uns heute vorknüpfen. Und ich finde Magearna vom Design her ziemlich cool. Und wir machen die Tinbox mal auf und gucken, ob wir dieses Mal etwas mehr Glück haben als bei Pikachu. Was wir bei Pikachu gezogen haben, sage ich euch jetzt nicht. Guckt euch das Video an. Ist ziemlich sehenswert. Allerdings, es geht besser. Es geht besser. Und so, die Tinbox stelle ich mal hier hin. Jetzt wollte ich gerade nach unten stellen. So. Die Tinbox. Wir haben wieder Dampfkessel Booster Packs, Schicksalsschmiede und das Turbofieber. Diesmal nehmen wir mal Turbofieber als letztes. Als Glückspack. Vielleicht ziehen wir eine Greninja Break oder sowas. Wäre natürlich auch nicht schlecht. So, da ist die wunderhübsche Promokarte von Magearna mit dem geheimnisvollen Herz und der zerstörerischen Seele. Ist auf jeden Fall gar nicht mal so schlecht. Kann man spielen, gibt aber Pokémon oder Pokémon-Karten, die das Ganze outclassen. Also von daher ist für jeden Sammler natürlich nicht schlecht, aber im wirklichen TCG-Spiel wird sie eigentlich eher selten gesehen. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich auch aus selten gespielten Karten irgendwas machen. Und ich krieg gerade den Booster nicht auf. So, nach 15 Minuten habe ich den Booster endlich aufgekriegt. Nein, war bloß Spaß, aber ich habe jetzt extra noch eine Schere geholt, feines Falles. So, wir starten mit Dartignis als erstes Pokémon. Schilterus, die Spezialaufladung, Mantax, Sneebel, Hopsprossh, Dartiri, Scampisto, einem wunderhübschen Reverse Hooper und jetzt gerade ist eine Holo Tengulist. Das ist gar nicht mal so schlecht. Was natürlich meine absolute Wunschkarte jetzt noch wäre, wäre die Full Art Platon Karte aus Dampfkessel. Die wäre echt gut. Nicht bloß, weil sie sehr, sehr viel wert ist, sondern weil sie auch richtig, richtig gut aussieht. So, da kam gerade wieder die Schere zum Einsatz. Also die Dampfkessel-Booster-Packs lassen sich echt sehr, sehr schwer aufmachen, finde ich. Und wir machen weiter mit dem Schilderus-Panzerfossil. Klavion. Zwotronen. Leufeo. Nidoran männlich. Nasgnet. Hopsprossh. Mauzi. Einem Reverse-Anoritz-Clown-Fossil. Und einem Fiaro als normale Rare-Karte. Also dieses Mal auch gerade kein Nix dabei bei den Dampfkesseln. Schade. So, als nächstes kommt die Schicksalsschmiede. Jetzt mal, es werden auch bei Vulcanion Schicksalsschmiede Booster Packs dabei sein. Schade, irgendwas Älteres wäre auch nicht schlecht gewesen. Als ältere Sets nahm ich persönlich sehr, sehr gern. Sowas wie Drachenleuchten oder so. Und da sind auch sehr, sehr gute Karten drin. Wir starten mit Pupitar, der Sanna, der Spezialkampfenergie, Larvitar, Rockara, Pummeluff, Riolu, Sesokids, einen Reverse Snubbull und einer Full Art Mega Simsala. Die ist richtig hübsch. Hat die Zen-Kraft als Attacke und dieser Angriff fügt 30 Schadenspunkte oder 30 weitere Schadenspunkte für jede Schadensmarke auf dem aktiven Pokémon deines Gegners zu. Kann also sehr, sehr weh tun, wenn das Pokémon schon angeschlagen ist. Rechnen wir einfach mal, das Pokémon hat schon 60 Schadensmarken, fügt dann 30 weitere für diese 60 zu, also 6 mal 30. Und das ist dann schon sehr, sehr viel. So, da rutscht uns gleich Magearna weg. So, das ist doch mal, ja, so kann ein Booster-Opening natürlich immer sehr, sehr gerne weitergehen. Und wir haben als letztes Pack, als Glückspack,
das Turbo Fieber Pack mit Guayusu Break. Guayusu ist echt ein richtig gutes Pokémon. Ist auch leider eins meiner Lieblings-Pokémon, die ich nicht oft nehmen darf. So, es geht weiter mit dem Schnurrgas, wie es da rumchillt. Lurblatt, Top Elixier, Gramokles, Pampam, Elezeba, Standu, Xiao, einem Reverse Arcani. Und die letzte Karte ist ein Holo Togekiss. Also Holo, eine Togekiss EX, oh mein Gott. Oh mein Gott, Fail. Eine Togekiss EX und die habe ich selbst überhaupt noch nicht da. Also die fehlt mir zum Beispiel komplett noch in meiner Sammlung. Und Togekiss EX kann den mächtigen Wind. Du kannst eine Energiekarte von deiner Hand auf eins deiner Pokémon auf deiner Bank anlegen und die Orkanschwinge mit 50 mal. Wirf eine Münze, nee, wirf 4 Münzen. Dieser Angriff fügt 50 Schadenspunkte mal der Anzahl Kopf zu. Kann man spielen, kann bis zu 200 Schaden machen. Und 200 Schaden ist nicht gerade wenig, hat 170 KP. Und sieht ziemlich cool aus. Also es hat sich ziemlich gelohnt, dieses Opening diesmal. In der ersten Box leider nicht so viel gezogen. Aber diesmal in der Box 2 EX-Karten, davon eine Full Art. Kann man auf jeden Fall machen, finde ich. Kann man machen. So, da haben wir unsere Togekiss EX gerade gezogen. Unsere Simsalai EX in Full Art. Oh, wie die glitzert, das sieht immer so gut aus. Und unser Magirna EX als Promokarte. Und ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns dann am Freitag im letzten Opening mit Vulcanion. Und ja, bis dahin, haut rein und ciao.